Herzlich willkommen. Wir sind hier in der Mohrenstraße bei unseren muslimischen Partnern des House of One. Und wir sind jetzt noch hier, weil es mit der Technik hier leichter geht. Wir überlegen, ob wir vielleicht auch mal direkt am Platz, wir haben so eine Infobox, ob man es da machen kann. Dann könnte es sein, dass es mit der Technik schwieriger ist oder aber auch von den Sitzplätzen. Also wir überlegen noch. Bis dahin sind wir erstmal hier, heute auch. Wir sind dankbar, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Und zum Thema haben wir uns genommen, das Thema Frieden, Frieden in den Religionen, Friedensgeschichten. Der Anlass ist der Friedenspreis, der erste House of One Friedenspreis, der verliehen wurde am 31. August in der Parochialkirche an einen georgischen Bischof, der sich sehr einsetzt für das Verständnis zwischen den Religionen und für Frieden in der Kaukasusregion. Und wir dachten, wenn das Thema schon mal aufgerufen ist, dann können wir es auch hier nochmal vertiefen. Und es gab am letzten Wochenende ein großes Friedenstreffen in Berlin, ich weiß nicht, ob Sie es wahrgenommen haben, von dem Orden Sant Egidio. Da waren religiöse Führer aus der ganzen Welt hier in der Stadt versammelt, haben hier über das Thema Frieden gesprochen und haben dann auch für den Frieden gebetet. Und wir vom House of One waren auch dabei und konnten uns einiges anhören, ein bisschen mitbeten und diskutieren. Heute wollen wir uns noch mal ganz dem Thema widmen und wir beginnen wie immer historisch, das heißt mit dem Judentum. Gut, ich grüße Sie auch, freue mich, dass Sie hier sind. Frieden, ich will mal persönlich beginnen. Als ich in West-Berlin als Kind aufgewachsen bin, in 1950er und 60er Jahren, also schon lange Zeit her, lag die halbe Stadt im Trümmern. Was kein Trümmerhaufen war, war bestenfalls notdürftig repariert. Meine Frage, wer die Stadt denn kaputt gemacht hat, wurde meist mit dem sehr konstruktiven, weiterführenden Hinweis beantwortet, dass ich das nicht verstehen würde. Nicht, dass ich heute nicht wüsste, warum die Stadt zerbombt war. Meine Eltern, Gott hab sie selig, hatten recht, ich verstehe diese Art von Zerstörung nicht. Meine Mutter erzählt mir von einem, ich bin nicht sicher, dass es ihn wirklich gegeben hat, der Anfang 1942 in die Prinz-Albrecht-Straße, also in die Reichszentrale der Gestapo, kam, um da verhört zu werden. Und er kam angeblich mit dem Gestapo-Beamten, der vor einer großen Weltkarte saß, die da hinter ihm war, ins Gespräch und fragte ihn, sagen Sie, die große grüne Fläche da auf der Landkarte rechts, was ist das? Der Russe, die Sowjetunion, der Erzfeind. Und das lilafarbene mit den vielen Sprengseln in der Mitte, England und seine Kolonien, der Erzfeind. Und das rosafarbene große Ding da links, Amerika, mit denen haben wir gerade den Krieg erklärt, mit den amerikanischen Staaten, Erzfeinde. Ging das noch eine Weile weiter. Der kleine braune Fleck da in der Mitte. Was ist denn das? Das ist das Großdeutsche Reich. Daraufhin fragt er den, kennt ihr Führer die Karte? Und ehrlich gesagt, wenn ich heute Nachrichten höre, ja, die Ukraine ist das größte Land Europas, flächenmäßig, aber mit denen sie sich da eingelassen haben, das ist um ein Vielfaches größer. Und ob das so funktioniert, das weiß ich nicht. Als Westberliner war mir immer klar, es könnte sein, dass der Warschauer Pakt, auf dessen Gebiet Westberlin zu liegen schien, eines Tages sich das einfach einverleiben könnte. Es kam anders, die Grenzen sind gefallen, aber eben nicht durch Krieg, sondern durch eine friedliche, eigentlich müsste man sogar sagen, sehr friedliche Revolution. Als Historiker habe ich gelernt, wie Friedensverhandlungen laufen. Und als wir 2021 in Osnabrück die Woche der Brüderlichkeit eröffneten, Münster und Osnabrück 1648 nach dem Dreißigjährigen Krieg, wurde ein Frieden geschlossen. Und in Münster steht über dem Rathaus mit dem großen Bild der Delegation von 1648 Audiator et altera pars, gehört werde auch der andere Teil, die andere Seite. Und das ist, denke ich,
die Kunst des Friedens. Auch den anderen zu hören, zu verstehen und einen Ausgleich zu finden, bevor es überhaupt zu Krieg, zu Verletzten, zu Verstümmelten, zu zerstörten Städten und unendlich vielen Toten kommt. Und wenn ich diese Bilder aus der Ukraine sehe, mit den zerbombten Häusern, wenn ich die Bilder sehe von den Invaliden, die hier in Berlin oder auch jetzt in New York behandelt werden, dann muss man schon sagen, das ist ein wirklich großes Problem, Krieg zu führen. Noch Jahrzehnte danach, wir haben das jede Woche in den Nachrichten, werden Blindgänger in Oranienburg, auch in Berlin, entschärft. Und man muss das wissen, das ist kein Spiel. Das kann immer mal schiefgehen. Also insofern, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Als nach dem 8. Mai 1945 die Waffen in Europa schwiegen, war die Erkenntnis da, Grenzen. Und seien sie noch so scharf, Grenzen schützen nicht. Sondern schützen tut ein Umgang mit dem Ganzen, der eben dazu führt, dass man heute von der Westküste oder Westseite Frankreichs, also vom Atlantik bis mehr oder minder an den Ural, eben bis zur ukrainischen Grenze, ohne Grenzen fahren kann. Man spürt sie vielleicht noch so ein bisschen, weil die Straßenmarkierungen sich verändern und die Straßenschilder sich ein bisschen sozusagen vom Layout ändern, aber man sieht sie nicht mehr. Das sind die sichersten Grenzen, die man nicht mehr sieht. Oder da, wo sich vielleicht noch ein Zollhund verirrt, um Zigarettenschmuggler oder sowas aufzuführen. Also ein grenzenloser Zustand, das ist das, was man anstreben muss, was wir nämlich Frieden nennen. Und ja, es gibt dann auch noch ein besonderes Modell. Österreich und die Schweiz sind zum Beispiel neutrale Staaten. Das ist auch etwas, was man sich überlegen kann. Im deutschen Sprachkreis kommt das Wort Frieden vom Einzäunen. Ein Friedhof ist ein eingezäuntes Grundstück. Das Hebräische und auch das arabische Wort für Frieden, Shalom oder Salam, stammt von der Wortwurzel Shin Lamed Mem, das am besten mit, etwa mit Vollkommenheit übersetzt werden könnte. In anderen Worten, im deutschen Sprachkreis, das kann man sich auch, wenn man auf die Landkarte blickt und sieht, dass das ein Land ist, das ganz wenige natürliche Grenzen nur hat, Nordsee, Ostsee vielleicht, Alpen irgendwie vielleicht auch, dann kann man sehr schnell verstehen, dass da das Einzäunen eine gewisse Form von Sicherheit gebracht hat. Aber am Ende geht es schon darum, dass man eigentlich auch immer darüber nachdenken muss, was passiert hinter der Grenze und Klammer auf und Klammer zu, so schön wie unsere europäischen Grenzen sind, dass wir innerhalb Europas so frei umherfahren können, so problematisch sind die Außengrenzen. An denen, wenn man das nicht weiterdenkt, was passiert mit den Menschen hinter den Grenzen, dann hat man all diese Dinge, die wir heute im Mittelmeer sehen, mit Menschen, die auf irgendwelchen Nussschalen übers Mittelmeer gebracht werden, all diese Dinge und untergehen und ums Leben kommen. Also das ist sozusagen das, was wir versuchen müssen, immer zu bedenken. Auch das, was hinter der Grenze passiert, ist wichtig, muss zum Ausgleich gebracht werden und dann spielt das alles keine so große Rolle. Also Frieden in den Himmelshöhen, sozusagen, der ist bei Gott. Bei Gott in den Himmelshöhen gibt es nämlich keine Grenzen. Bei Gott in den Himmelshöhen ist ein unbegrenzter Raum. Und das ist das, was wir in der jüdischen Tradition, in der hebräischen Sprache sozusagen eigentlich wollen. Dass diese unbegrenzte, diese vollkommene Situation, die keine Grenzen hat, wie der Himmel eben ist, der grenzenlos ist,
dass diese friedliche Situation sozusagen abgebildet wird auf der Erde, dass sie herunterkommt, dass wir Gott darum bitten, dass er den Frieden in seinen Himmelshöhen auf uns herabbringe oder uns dazu die Möglichkeit gibt, sozusagen das hier zu installieren. Und so ist ja, sagen wir, auch der Gruß, Salam Aleikum, Shalom Aleichem, Friede sei mit euch, ist eben auch ein schöner Gruß, weil man begrüßt jemanden mit dem Gruß, Friede sei mit euch, sei mit dir oder sei mit euch, dass es sozusagen aufgenommen wird in diesen großen, wunderbaren Friedensbund. Ich will zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, die ich, wenn es um Frieden geht, oft erzähle, weil ich sie so schön finde. Also Berlin hatte in den 1980er und 1990er Jahren den Rabbiner Stein, das war damals der Gemeinderabbiner, war eigentlich mehr oder minder der Einzige, der wirklich als Gemeinderabbiner tätig war. Und der sagte immer, man muss Frieden Raum geben. Und nun gibt es diesen Schlusssatz in dem 18-Bitten-Gebet, auch im Kaddisch, in vielen Gebeten, wo es dann heißt, der Frieden schafft in den Himmelshöhen, er bringt den Frieden auch unter uns. Und wenn man diesen Satz spricht, verlässt man seine Position in der Synagoge sozusagen, das wird stehend gesagt, und geht 3 Schritte zurück. Und der Rabbiner Stein hat das immer mit der Erklärung belegt und gesagt, ja, wenn man Frieden haben will, muss man dem Frieden Raum geben, muss auch seine eigene Position ein Stück zurücknehmen, muss dem Frieden Raum geben. Und so war das dann, also ich war dann irgendwann Ende der 90er Jahre mal hier der Vorsitzende der Gemeinde und dann, wann immer er mich sah vor irgendeiner Gemeindesitzung oder im Evangelischen vielleicht Gemeindekirchenrat heißt, also wo diese gewählten Vertreter da zusammenkommen, hat er gesagt, nach Hama 3 Schritte zurück. Also ich sollte da nicht konfrontativ mit denen umgehen, sondern deren Ideen Raum lassen und Raum geben. Und das finde ich in der Tat, ist das, was auch in der Politik, also über Jahrzehnte hinweg, eigentlich ja auch gut funktioniert hat. Das muss man, glaube ich, schon an der Stelle sagen. Und ich bin schon also sehr traurig darüber, dass es eigentlich keine ernstzunehmende Partei gibt, die sich im Augenblick den Frieden sozusagen und das Gespräch für den Frieden auf die Fahnen schreibt. Also ja, man kann auch eine andere Position einnehmen, das weiß ich, das akzeptiere ich auch. Aber was ich sozusagen traurig finde, ist, dass die anderen, die eine andere Position vertreten, immer sofort diskreditiert werden in einer Weise, die eigentlich nicht hinnehmbar ist. Weil ich finde, auch die andere Seite muss man immer wieder hören, muss man überlegen, wie man das zusammenbringt. Also, Frieden ist für mich ein ganz hohes Gut persönlich. Ich predige oft und gerne über Frieden. Das muss ich mal so sagen. Und ich finde auch unser Projekt, das House of One, dass das von einem Pfarrer initiiert wurde, der zu der Friedensbewegung dazugehört hat, die eben diese friedliche Revolution ermöglicht hat und damit auch eine sehr trennende Grenze in Europa, natürlich in Deutschland und in Berlin, wirklich am Ende mit Worten der Liebe zum Einsturz gebracht hat. Das ist für mich das Beispiel, wie man die Dinge machen kann. Und ganz zum Schluss noch sozusagen eine Geschichte, die ich 1972
1972 in Israel erlebt habe. Da war es so, dass ich da war, um Sprachstudien zu machen. Also am Beginn meines Studiums habe ich Hebräisch gelernt. Da machten wir so einen Ausflug an den Suezkanal. Und damals gehörte die Halbinsel, war von den Israelis besetzt, gehörte also da zu Israel dazu. Wir kamen da unten an, da haben uns ein Offizier der israelischen Armee in Empfang und hat gesagt, es ist die sicherste Grenze der Welt. Da kommt keiner drüber, Suezkanal. Da habe ich gesagt, Einspruch, euer Ehren, die sicherste Grenze der Welt ist zwischen Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland. Da verirren sich nachts ein paar Zollhunde und sonst ist da nichts los. Das ist eine sichere Grenze, das hier ist gar nichts. Ein Jahr später sind die Ägypter darüber gekommen, haben die sicherste Grenze in wenigen Stunden überschritten. Und Jahre später bin ich mit dem ZDF für ein Fernsehprojekt auch wieder in Israel. Und wir mussten uns eine Drehgenehmigung holen. Und da treffe ich doch diesen Offizier wieder, den gleichen. Also ich habe den auch sofort erkannt. Ich habe gesagt, was ist denn nur aus der sichersten Grenze der Welt geworden? Da habe ich lange drüber nachgedacht. Sie haben recht gehabt. Und am Ende ist das so. Das, was einem die Offiziere oder die Militärs sagen, daran glaube ich keine Minute. Ich glaube wirklich immer nur daran, mit Frieden, friedlicher Geste, mit Raum für Frieden, mit Hören der anderen Seite und mit Liebe. Damit schafft man Frieden und eben nicht mit mehr Waffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es dazu direkte Rückfragen, Verständnisfragen? Ist nicht der Fall. Wir können nachher noch in die Diskussion treten. Okay, dann soll ich weitermachen? Gut. Ja, also vieles, du hast mir da an vielen Punkten aus der Seele gesprochen, Andreas. Ich teile ganz vieles von dem, was du sagst und wir teilen das. Ich weiß es auch von dir, Kadir. Das ist schön, das ist gut, dass es so ist beim House of One und hat sicher auch damit zu tun mit unseren Religionen, dass wir uns über diese Friedensfragen immer wieder Gedanken machen und dass es ständig Thema ist. Von Anfang an, von Beginn an des Projektes ging es immer auch darum, für den Frieden zu beten und jetzt ist es so, dass die Welt ja oder vieles, die öffentliche Meinung ja sehr dominiert ist von einem Frieden, der ganz anders definiert wird. Nämlich, es wird ja das, was du beschrieben hast, ganz oft gesagt, es ist jetzt eine Friedensmaßnahme, der Ukraine Waffen zu liefern. Und das ist so in den Vordergrund gerückt, dass das Beten für den Frieden in der hintersten Ecke irgendwie gelandet ist. Und ich finde gut, dass wir solche Gelegenheiten nutzen, um es wieder nach vorne zu ziehen. Es spielt ja immer eine Rolle, wie man auch geprägt ist und was einem sozusagen widerfahren ist an Erfahrungen, an Erlebnissen im Leben mit Blick auf den Frieden, auf das Herstellen von Frieden. So wie diese schöne Geschichte von dir da an der Grenze zu Ägypten. Mich hat sehr geprägt die Friedensbewegung in der DDR. Also ich bin in der DDR aufgewachsen, in einem christlichen Haushalt und es war damals auch so, dass diese Waffenlogik, und zwar immer unter der Überschrift, den Frieden zu verteidigen, dass es eine große Rolle spielte. Dass es in den Schulen eine Rolle spielte. Es gab da so eine Art Wehrkundeunterricht, verpflichtend, wo alle hin mussten. Und es ging immer darum, da drüben ist der Feind im Westen und wir müssen mit Waffen uns sichern und schützen. Und diese Meinung wollten und konnten viele Christen in der DDR einfach nicht so stehen lassen und haben sich für den Frieden eingesetzt und hatten da auch Vorbilder. Also sie waren überzeugt, dass es einfach keine naive Haltung war, weil man damit auch was erreichen kann. Zum Beispiel Martin Luther King hat eben dadurch etwas bewegt in der Ausgrenzung der schwarzen Rasse in Amerika und Gandhi hat die Befreiung in Gang gesetzt, Indiens von der Kolonialmacht. Und auch unser Religionsstifter Jesus hat ja auch durch seine Gewaltlosigkeit Unglaubliches bewegt, wenn man in die Geschichte blickt. Also davon waren irgendwie alle erfüllt, ich auch, und geprägt. Und vielleicht manche werden sich erinnern, dass dann es gab immer Friedensdekaden. Im November hat man ganz besonders viel über den Frieden gesprochen und gebetet in allen christlichen Gemeinden in der DDR. Und das schwappte dann so ein bisschen nach draußen, aus den Kirchen raus. Ich hatte auch so einen Aufkleber, Frieden schaffen ohne Waffen.
mit dem berühmten oder Schwerter zu Flugscharen, da waren andere Aufkleber oder Aufnäher mit dem berühmten Denkmal, das ist ja eines russischen Künstlers, was vor der UNO steht, wo das sozusagen umgeschmiedet wird, die Waffen, dieses Prophetenwort. Und das war sozusagen so ein Statement, um zu sagen, nee, wir glauben, dass es auch andere Wege gibt, nicht nur über Waffen. Und das hat sofort Reaktionen ausgelöst und Widerstände und Aufregung und man musste dann zum Direktor und das wieder abmachen und solche Sachen. Im Grunde ist es heute auch wieder so, wenn jemand sich hinstellt und sagt, Frieden schaffen ohne Waffen, wird sofort, gibt es heftige Debatten und Sie kennen das alles aus den Medien, aus den Talkshows. Also diese Haltung hat es einfach schwer. Das war damals so und es ist heute so. Und was mich da natürlich besonders geprägt hat, war die Erfahrung, dass diese Haltung tatsächlich was bewirkt hat. Also Sie wissen ja, wie die Geschichte weiterging. Es spitzte sich alles immer mehr zu. Leute verließen das Land, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, sind auf die Flucht gegangen. Und die im Land sind immer stärker auf die Straße gegangen, um für den Frieden zu beten. Aber das Entscheidende war, dass die ganze Bewegung von Gewaltlosigkeit geprägt war. Dass es immer hieß, keine Gewalt, wir wollen die Veränderung ohne Gewalt, ohne Waffen. Und ich habe damals zufällig direkt neben der Gethsemane-Kirche gewohnt und da fingen dann auch Friedensgebete an. Es waren ganz wenig Leute am Anfang, die da zusammenkamen, 20 Menschen, aber ganz regelmäßig. Und es wurden dann immer mehr und ringsrum gesellten sich so bewaffnete Einsatzkräfte. Also es war so ein Kontrast. Aber die Menschen waren irgendwie mutig und waren erfüllt von ihrer Friedensidee und sind rausgegangen und auch standen diesen Polizisten gegenüber, haben mit denen gesprochen oder haben denen eine Kerze versucht zu geben oder Blumen. Oder jedenfalls wollte man einfach nicht auf diese Gewaltsprache sich einlassen, sondern ein Gegenprogramm. Und es hat dann ja letztlich so stark gewirkt, dass es immer mehr und immer mehr wurden, dass die Waffen hatten, die Waffen sozusagen gestreckt haben, sie zur Seite gelegt haben und letztlich fiel die Mauer ohne einen Schuss. Und wenn man bedenkt, dass sozusagen auf beiden Seiten hochgerüstete Armeen, Armeebündnisse, Militärbündnisse waren, mit Atomwaffen bestückt und die Mauer ist einfach so in sich zusammengefallen, weil da Menschen friedlich demonstriert und gebetet haben. Und das hat mich natürlich wahnsinnig geprägt. Und deshalb glaube ich, dass diese Stimme auch heute wichtig ist. Ja, man kann ja über vieles diskutieren, aber diese Stimme sozusagen zu diskreditieren oder zu sagen, das ist ja naiv oder ihr sitzt schön auf dem Sofa und redet und die armen Ukrainer. Aber die, die jetzt für Waffenlieferungen reden, sitzen auch in Deutschland auf dem Sofa. Das muss man, ja, das ist ja so. Und die leiden, das sind die Menschen im Krieg, auf der ukrainischen Seite und auch die russischen Soldaten. Die leiden und da sterben jeden Tag Menschen. Und es muss darüber gesprochen werden, ob das ein Weg zum Frieden ist, ja, oder ob es nicht doch sinnvoll ist, über Waffenstillstand, über Verhandlungen stärker zu reden. Und die Idee, die Jesus ja ganz stark in die Welt getragen hat, nämlich dass es eben nicht sinnvoll ist, Auge um Auge sich zu verhalten oder dem Übel, dem Bösen mit Gewalt zu widerstehen, sondern dagegen was zu setzen, nämlich ein friedliches Verhalten, ein Gebet. Das ist eine wichtige Frage und die Menschen, die das versucht haben und geschafft haben umzusetzen, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Das ist eine wahnsinnig schwere Haltung, besonders dann, wenn man bedroht ist. Und wir können auch den Menschen in der Ukraine keine Vorschriften machen, aber die es schaffen, so zu leben oder das für sich umzusetzen, die werden was bewirken. Davon bin ich fest überzeugt. Die tragen zur Veränderung bei, die tragen dazu bei, dass die Welt friedlicher und friedvoller wird. Das kann man damit erreichen. Und wenn man es dann noch schafft, sozusagen in dieser friedlichen Haltung auch andere Meinungen zu akzeptieren, ins Gespräch zu gehen, mit anderen Religionen was zusammen zu machen, dann wird es eine Wirkung haben in dieser Welt. Und ich finde es wichtig, das auch immer wieder zu sagen und auch die Geschichten, die so entstehen, zu erzählen. Jetzt werden ständig Kriegsgeschichten erzählt oder Geschichten, die der Kriegslogik folgen. Jetzt, da braucht man diese Waffe und jene Waffe und so. Aber es werden viel zu wenig Friedensgeschichten erzählt. Diese Geschichten wie beim Friedenspreis von diesem Bischof Malkas aus Georgien, der natürlich auch gewaltlos unterwegs ist und versucht zu vermitteln zwischen Armenien und Aserbaidschan, wenn da der Konflikt hochkocht, solche Sachen. Oder der
durch den Iran wandert, um den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Weil letztlich gilt für uns all, für unsere Religion ja alle, dass das alles Geschöpfe Gottes sind. Jeder Mensch ist Gottes Kind. Auch der, der dann als Feind bezeichnet wird. Und ich habe ein Buch, eine Buchempfehlung auch, wenn man mal irgendwie das nicht mehr aushält, die ganzen schlimmen Nachrichten, die so durch die Welt wandern, gibt es ein Buch, das heißt Im Grunde gut. Es ist, glaube ich, ein Holländer, Rutger Bregmann. Der guckt sich die Geschichte der Welt an und versucht, Friedensgeschichten aufzuschreiben. Alles, überall, wo es anders gelaufen ist als nach dieser Logik. Also da gibt es ja zum Beispiel, das ist auch verfilmt worden, die Geschichte, wo mitten im Ersten Weltkrieg, kurz vor Weihnachten, die Engländer, die Deutschen keine Lust mehr hatten, aufeinander zu schießen und dann aus den Gräben gekommen sind und Fußball gespielt haben. Und die so, also das ist ja so plötzlich mitten im Krieg, Tage, wochenlang haben sie sich beschossen und dann haben sie Fußball gespielt und Weihnachtslieder gesungen und wollten den anderen einfach nicht mehr als Feind sehen. Ja. Und die höher stehenden Offiziere sind verzweifelt, weil so haben sie sich den Krieg nicht vorgestellt. Aber sowas passiert immer wieder und er hat hier tolle Geschichten aufgeschrieben und ich will eine erzählen oder daraus vorlesen, die ganz relativ aktuell ist. Spielt in Kolumbien. In Kolumbien war auch über 50 Jahre ganz schlimmer Bürgerkrieg, ist jetzt ein bisschen beruhigt. Und die FARC hieß die, das ist so eine Rebellen-Terrororganisation, hat gegen den Staat gekämpft und es gab unglaublich viele Opfer, über Jahrzehnte, immer und immer wieder. Und dann kam eine Regierung ran, die gesagt hat, wir können nicht immer auf die Gewalt mit Gewalt antworten, wir müssen mal irgendwas anderes probieren. Und der zuständige Minister hat sich mit einer Werbeagentur zusammengetan und hat gesagt, was könnte man denn mal machen, was jetzt nicht der Gewaltlogik folgt? Habt ihr eine Idee, irgendwie eine Kampagne, um an diese FARC-Leute, an diese Rebellen ranzukommen? Und dann haben die gesagt, ja, wir probieren das und haben Interviews geführt, um das zu verstehen. So machen sie es immer, wenn sie irgendwie eine Kampagne machen. Was ist denn eigentlich das Thema? Wie kann man die Menschen erreichen? Und haben festgestellt, dass, da gab es Zahlen dazu, dass immer zur Weihnachtszeit das Kampfgeschehen abflaut. Und da wollten sie ansetzen. So, und jetzt kommt, was sie gemacht haben. Die Opera ist also, hat wirklich stattgefunden. Ich wundere mich immer, dass es sowas nicht bekannt ist, weil es ist unglaublich. Also, aber es hat tatsächlich so stattgefunden. Und zwar im Jahr, ja genau. Die Operation Weihnachtsfest beginnt im Dezember 2010. Bei Nacht und Nebel fliegen zwei Teams der Special Forces tief in das feindliche Gebiet der FARC. Mit Black Hawk-Hubschraubern werfen sie an 9 strategischen Punkten 2000 kleine LED-Lampennetze, also so kleine Lichter, 2000 an der Zahl, die ein Netz bilden, werfen sie über 25 Meter hohen Bäumen ab, sodass die aussehen wie Weihnachtsbäume. An diese Weihnachtsbäume werden außerdem dann Werbebanner montiert, auf denen steht in riesiger Schrift: Wenn Weihnachten in den Dschungel kommen kann, kannst du auch nach Hause kommen. Leg die Waffen nieder, an Weihnachten ist alles möglich. Diese Operation ist ein überwältigender Erfolg. Innerhalb eines Monats geben sage und schreibe 331 Guerilleros den Kampf auf. Viele von ihnen sagen, dass die Weihnachtsbäume den letzten Anstoß gegeben haben. Also die sind dann mitten im Dschungel auf diese Bäume getroffen und auf diese Botschaft. Unser Anführer war nicht böse, erzählt einer der Rebellen. Es war anders als die Propaganda, die wir vorher gesehen hatten. Er war gerührt. Unterdessen setzte das Team dieser Werbeagentur die Interviews fort und haben dann auch festgestellt, dass fast alle Guerillera-Kämpfer von Guerilleros von diesen Weihnachtsbäumen gehört hatten. Aber nicht alle konnten sie sehen. Darum gab es also eine zweite Aktion. Die zweite Aktion hieß Flüsse aus Licht und startet ein Jahr später im Dezember 2011. Kolumbianer, die an Flüssen leben, in Gegenden, aus denen die FARC ihre Kämpfer rekrutiert, wurden gebeten, ihren Brüdern, Schwestern, Freunden und Familienangehörigen, die sich den Rebellen angeschlossen hatten, etwas zu schreiben. Die Botschaft: kommt nach Hause, wir halten hier einen Platz für dich frei.
Diese vielen Briefe wurden zusammen mit kleinen Geschenken in 6800 durchsichtige Christbaumkugeln zu Wasser gelassen, auch wieder mit kleinen LED-Lampen, sodass der Fluss nachts leuchtete wie ein Sternenhimmel. Auf diese Weise trieben dann diese Christbaumkugeln in das umkämpfte Gebiet. Das Ergebnis war, weitere 180 Kämpfer legten die Waffen nieder, einschließlich eines ganz bekannten Bombenbauers der FARC. Und so ging es weiter. Es folgten immer weitere Aktionen, um die Menschen dazu zu bringen, die Waffen niederzulegen und sie nach Hause zu holen. Es gab dann noch ein Jahr später wieder eine Aktion, da wurden Fotos gesammelt von den Müttern, die wussten, dass ihre jungen Männer, ihre Söhne, dass die da im Kampf waren bei den Guerilleros. Und diese Fotos wurden dann gedruckt und hinten stand immer eine Botschaft drauf: Bevor du zum Rebellen wurdest, warst du mein Kind. Diese Weihnacht werde ich zu Hause auf dich warten. Und die wurden dann zu Hunderten und Tausenden, also über dem Dschungel abgeworfen. Und da kamen wieder 218 von den Guerilleros nach Hause. Das Entscheidende an dieser Aktion war, so zeigte die Auswertung, die Rebellen werden nicht als Monster, sondern als Menschen betrachtet. Der Feind war nicht mehr nur Feind, sondern Mensch. Wir suchen nach einem Kind, das im Dschungel verschollen ist, erklärte der Leiter der Aktion, nicht nach einem Kriminellen. Auf diese Weise ist also mächtig was in Bewegung gekommen und es gab ja dann Verhandlungen und es gab den Friedensnobelpreis für den damaligen Staatschef in Kolumbien und es wurde nach 50 Jahren tatsächlich ein Friedensvertrag geschlossen. Also es geht jetzt nicht nur auf die Aktion zurück, aber sie spielte eine große Rolle dabei, um dahin zu kommen. Und davon ist dieses Buch voll und ich finde das einfach ermutigend, ja, zu sehen, dass es auch ganz andere Wege gibt als mit Waffen und Wege, die eben auch in unseren Religionen immer beschritten wurden und von denen unsere Religion viel zu berichten haben. Ja, und darum finde ich es toll, dass es solche Abende wie heute gibt, wo man das mal wieder in die Welt tragen kann. Soweit. Danke. Falls keine direkten Fragen es geben sollte, würde ich dann weitermachen. Bismihi Subhanahu, im Namen Gottes des Erhabenen. Ich hatte mir heute einen bisschen anderen Vortrag vorgestellt, aber die werde ich ein bisschen ändern. Weil meine lieben Brüder haben mich inspiriert, sodass ich doch einige andere Worte sagen möchte, die mir eingefallen sind. Weil der Frieden an sich, wenn ich jetzt meine Brüder zugehört habe und wenn ich mir die Welt so anschaue, dann fällt mir eins auf, und zwar, dass wir ein wirklich falsches Friedensbild haben. Also das Bild ist einfach, es herrscht Krieg, Krieg ist Normalzustand und alle Unterbrechungen oder jetzt zeitweise Beendigungen des Krieges bis zum nächsten Krieg, das ist dann der Frieden. Also Krieg oder Zerstörung oder jetzt das Außergewöhnliche, für mich ist der Normalzustand und der Frieden ist die Ausnahme. Irgendwie bekomme ich immer wieder diesen Eindruck, aber eigentlich müsste es umgekehrt sein. Frieden ist der Normalzustand. Und wenn wir Frieden haben, dann denken wir auch gar nicht und wir reden auch gar nicht über Frieden, weil es ist ganz normal. Also wenn man satt ist, dann redet man nicht über Essen. Erst wenn man Hunger hat, dann merkt man und fängt an zu reden. Ich glaube, dass wir so oft in unserer Zeit über Frieden reden, heißt, dass wir Sehnsucht nach Frieden haben. Dass uns der Frieden fehlt, dass wir diesen auch brauchen. Zugleich erinnert mich das Ganze an einen Grundsatz in der Moderne, und zwar der Stärkere überlebt. Das können wir ja biologisch, naturwissenschaftlich verstehen, aber auch soziologisch. Das hat unsere Neuzeit so stark geprägt, dass auch Menschen wirklich für sich selbst einen persönlichen Frieden versuchen zu schaffen, auf alle Kosten, auf Kosten anderer. Sie führen Kriege, sie üben Gewalt aus und wollen dadurch für sich selbst einen persönlichen Frieden aufbauen. Aber sie denken gar nicht dran, dass es zum einen gar nicht möglich ist, dieser Weg, und zweitens, sie übersehen, dass eigentlich der Frieden etwas Kollektives ist.
dass man gemeinsam Frieden haben kann. Dieser Grundsatz oder diese Herangehensweise, dem widerspricht ein islamischer Gelehrter des 19. und 20. Jahrhunderts, Said Nursi. Er sagt, die ganze Welt, alles, von den Blumen bis zu den Tieren und zu den Menschen, alles ist in Harmonie. Also das ist nicht nur ein islamischer, sondern auch ein jüdischer, christlicher, aber auch jetzt irgendwie, auch die Indianer würden dem mitgehen. Also alles im Universum steht in Einheit, im Einklang. Wir Menschen stören diesen Einklang sehr oft. Und dadurch wird dieser Frieden gebrochen. Und wir müssen ständig zu diesem Frieden wieder zurückkehren. Also er hat eine Sichtweise, wo er sagt, alle Lebewesen, aber auch darüber hinaus, sie sind keine Feinde, sondern sie sind gegenseitig Helfende. Also jetzt die Natur, in der Natur, die Tiere kämpfen nicht, die helfen. Das ist eine ganz andere Perspektive. Darüber könnten wir unheimlich diskutieren. Wir könnten dem auch widersprechen und sagen, ja, warum frisst der Löwe die anderen Tiere zum Beispiel. Aber letzten Endes, der hat seine Formel, er kann das erklären. Ich möchte das da auf dieser Ebene jetzt nicht sehr stark weiterführen. Was ich aber sagen möchte, ist, die Sichtweise ist, glaube ich, ganz was Zentrales, ganz was Bedeutendes. Und je nachdem, wie wir diese Welt sehen, dementsprechend widmen wir auch dem Frieden einen Wert. Jetzt komme ich zu den Begriffen Salam und Shalom. Du hast ja eine Übersetzung, und zwar, du hast von Vollkommenheit gesprochen. Ja, und mir, als du diese zwei Begriffe erwähnt hast, habe ich an Unversehrtheit gedacht. Beides legitime Übersetzungen. Also, das ist eigentlich auch für mich die Bestätigung, dass Frieden der Normalzustand ist. Eigentlich so, wie Gott es erschaffen hat und Gott gewollt ist. Der Normalzustand. Unversehrt. Vollkommen, schön. Und wir Menschen greifen ein und manipulieren, verändern, stören diese Schönheit. Und in dem Augenblick, wo wir merken, ja, wir haben wieder was falsch gemacht, müssen wir zu diesem Schönen wieder zurückkehren. Wir müssen versuchen, es zu reparieren. Also von daher, die Natur zu schützen, wieder zu merken und zu sagen, okay, wir schaden der Natur. Wir müssen dem entgegenwirken, das ist auch ein Frieden. Also wir haben da unterschiedliche Baustellen auf der Welt, wir haben unterschiedliche Ebenen, die wir als Aufgaben an uns nehmen müssen und denen eigentlich folgen müssen. Also dieser Friedensgedanke, ja, wir beten für den Frieden, wir engagieren uns für den Frieden. Im Grunde machen wir nichts anderes als das zu erreichen, was eigentlich sein sollte und was normal vorgesehen ist. Muslime grüßen mit Salam Aleikum und auch in der jüdischen Tradition Shalom Aleichem. Also da ähneln wir uns. Aber auch wenn ich jetzt Gast in der Kirche bin, dann werde ich immer mit Friede sei mit dir gegrüßt. Also unterschiedlich sind wir nicht. Wir grüßen in ähnlicher Weise. Die Sprachen sind anders, aber der Inhalt ist gleich. Aber ich habe so lange überlegt, ja, warum grüßen wir mit eigentlich Frieden? Friede sei mit dir. Salam alaikum. Eigentlich ist es doch, bevor ich da vielleicht eine Meinung dazu sage, ganz wichtig, in der islamischen Normenlehre hat man gesagt, es gehört zur Tradition des Propheten und deswegen ist es ein etwas Gutes und Gottgefälliges, wenn man Menschen mit Assalamu alaikum grüßt. Aber indem ich eigentlich mich wende und sage Assalamu alaikum, wird mein Gegenüber verpflichtet, mir mit dem Friedensgruß zu antworten. Jetzt können wir lange darüber philosophieren und überlegen, was hat denn das eigentlich zu tun? Also manchmal machen wir etwas, aber wir überlegen gar nicht, was das bedeutet, was es für uns heißt und wie wertvoll es eigentlich für uns ist. Also ich werde motiviert oder irgendjemand wird motiviert, mit Frieden zu grüßen. Eigentlich Friede sei mit dir bedeutet eigentlich, dass ich das sage, bedeutet von mir
brauchst du keine Angst zu haben. Eigentlich, warum sage ich, Friede sei mit dir? Ich muss mich doch selbst an diesem Frieden, an diesem Friedensgedanken beteiligen. Also, wenn ich sage, Friede sei mit dir, sind es nicht bloße Worte, sondern es ist eigentlich auch eine Erklärung zu sagen, ja, von mir wird dir gegenüber keine Gefahr ausgehen. Leider haben wir auch viele negative Beispiele, wo genau dieser Gedanke nicht ausgelebt wird. Aber das ist das sind die Wurzeln. Und jetzt ist mein Gegenüber verpflichtet, mir das Gleiche zu sagen. Also, wir verpflichten uns gegenseitig, friedlich zueinander zu sein. Uns unversehrt und vollkommen so, wie wir sind, zu behandeln und anzuerkennen. Gegenseitig zu respektieren. Das ist eigentlich Frieden. Der Frieden fängt in mir, mein Seelenfrieden. Es geht um die Personen in meiner Familie und in meinem Freundeskreis weiter. Es ist in der Stadt, in der ich lebe, bis in dem Land und überall, die ganze Welt. So wie eigentlich auch Martin Luther King es ja auch gesagt hat, ein Welthaus. Wir haben nicht viele Welten. Wir können Grenzen ziehen, wie wir wollen. Aber es bleibt ein Welthaus. Und die Menschen werden sich das, wenn sie es irgendwie teilen wollen, nicht teilen können. Die schaffen das nicht. Wir haben schon so lange das alles durchlebt. Und ich bin kein Historiker, aber wir haben einen Historiker hier. Und ich glaube, Andreas Nachmer würde es bestätigen, wir haben zu oft gesehen, dass Menschen, egal wie viel sie haben, ihnen reicht es nicht. Also durch Ländereien, durch Hab und Gut oder jetzt zu sagen, ich werde das Sagen haben, wird kein Frieden geschaffen. Die jüdische Tradition zeigt, wie es funktionieren kann. 3 Schritte zurück. Wenn man es nicht schafft, vielleicht 1 Schritt. Könnte auch noch helfen. Aber man muss immer Raum geben. Also man muss kooperativ sein, zusammen handeln und erst dann gibt es eigentlich Frieden. Ich weiß, okay, Ukraine und Russland, auf beiden Seiten kann man Fehler entdecken, man kann immer sagen, hier und dort könnte man es besser machen. Auch wir als Europäer könnten dann selbst bei uns in die Wunde den Daumen stecken und sagen, okay, was haben wir hier alles richtig oder falsch gemacht? Ich glaube, aber letzten Endes gehört mindestens 2 Parteien, damit es diesen Frieden geben kann. Und deswegen, wir werden, so wie auch meine Brüder es gesagt haben, mit Waffen keine Lösung schaffen. Wir werden vielleicht sehr vieles kaputt machen, um den Titel Frieden herzustellen, aber dann werden wir vielleicht für eine Zeit lang Menschen, ja, weil sie die Energie nicht mehr haben, ein bisschen unter, zurückhalten können. Aber dann ist es trotzdem nicht garantiert, dass sie bei erster Gelegenheit, wo sie wieder aufgeschnauft haben, wieder zurückschlagen. Also, wir brauchen wahrhaften Frieden und das geht nur, wenn alle Seiten dann vernünftig sein können. Und da muss man manchmal ein paar Schritte zurücktreten. Heute wollte ich zwar eine Friedensgeschichte erzählen, ich werde deswegen nur mal es kurz vorstellen. Für jene, die Interesse zeigen, Markus Weingart hat Was Frieden schafft, religiöse Friedensarbeiten, darüber geschrieben. Und hier haben sie unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Orte. Hier gibt es gewaltfreie Aktionen, es gibt Friedenserziehung oder Training for Peace. Friedensmarsch, aber auch das, was ich für heute vorgesehen hatte, eigentlich das, was in Ruanda passierte, nur ein paar Worte und mit dem kann ich dann abschließen. In Ruanda liegt in Afrika, östlich von Zentralafrika meines Wissens und da an diesem kleinen Ort, da haben Menschen eigentlich auch friedlich gelebt in ihren Naturreligionen oder ihren Vorstellungen, bis die Kolonialherrschaften da, die dieses Bewusstsein für ethnische Unterschiede hergeholt haben. Da lebt eine Mehrheit, die Tutus, 85%, dann die zweite Mehrheit, die Tutsis, eine ganz kleine Gruppe, Twa, aber
Man hat zuletzt die belgische Kolonialherrschaft hat dazu beigetragen, dass die Mehrheitsgesellschaft, die Hutus, von der politischen Ebene ferngehalten wurden. Sie wurden blockiert. Diese Ebene wurde nur den Tutsis reserviert. Also da fängt schon die Geschichte an. Denen wurde die Rassen- und ethnische Zugehörigkeit eigentlich indoktriniert. Und dann fing nach einigen Konflikten 1994 die 100 Tage, die schmerzhaften 100 Tage, wo Genozid ausgeübt wurde, wo unheimlich viele Menschen, nahezu 1 Million Menschen dort gestorben sind. Die haben sich umgebracht. Und da, als Muslim, kann ich dann mit Freude zumindest neben all diesen schmerzhaften Sachen sagen, da haben wir in der Neuzeit ein gutes Beispiel, wie Muslime kollektiv in Moscheen mit Imamen und allen ihren Vertreterinnen und Vertretern, sie haben die Opfer aktiv geschützt, sie haben ihnen Raum gegeben, sie haben so vielen Menschen geholfen zu überleben. Sie haben ihr eigenes Leben geopfert, es sind auch Menschen deswegen gestorben, aber sie haben aus religiöser Motivation gesagt, diese Menschen, wir werden es nicht zulassen, dass in unterschiedliche Rassen die Menschen unterteilt werden, wir werden nicht zulassen, dass die Menschen irgendwie quasi abgeschlachtet werden, massakriert werden. Sie konnten nicht das Problem an sich dort lösen, aber sie haben ein Zeichen gesetzt, dass es auch an diesem Ort anders ging. Also von daher, wenn Sie sich dafür interessieren, dann würde ich diese Lektüre Ihnen auch sehr stark ans Herz legen. Herzlichen Dank. Alles Gute. Danke. Shalom Aleichem. Ja. Shalom Aleichem. Friede sei mit Ihnen.